Es erwartet uns ein... Ein... Jetzt habe ich meinen Einstiegssatz vergessen. Jetzt Tag für Tag wärmer und damit hallo. Tschüss. Hallo zum Wetter hier bei Regio TV. Der Oktober, recht vielversprecher. Mhm. Ja. Für einige ist ja heute Feiertag. Hier auf der Idalb im Tiroler Paznaun war der Sturm von gestern schon. Von gestern? Schon wieder Schnee von übermorgen? Nee. Scheiße. In Teilen Deutschlands trocken, teilweise mit Nebel, teilweise mit Sonne. Davor gibt es teilweise. Und jetzt nämlich am kommenden Dienst mit Don. Sind gerade herum und dann zum Ende der nächsten Woche kommt dann, zum Beginn der nächsten Woche. Ah, Mist. Müssen wir dann wieder verhäuft. Also das ist doch wirklich ein Scheiß heute. Am Rande von diesem Hoch kommt die Lust. Nein! Herbstlich, aber der Boden war noch braun. Immer wieder so milchig trüb durch die Wolkenfelder hindurch. Ja, der Heiligenschein direkt über der Kirche. Ja, ist okay, dann erzähle ich das halt nicht mit dem Heiligenschein. Grenze dann teilweise auch mal auf rund 100. Scheiße, auf rund 100 Meter, nein. Sind die Wolken eh grau, dicht? Viel Nebel und dementsprechend die Temperaturen ziemlich dicht, unten, kalt, niedrig, Ziemlich düstere Angelegenheit ist es oder so, weil es Nacht ist. So. Richtung Bauland, die letzten Tropfen. Ach, Corona. Und dann kommen wir in subtropische Polarluft. Genau, so ein Schwachsinn. Nochmal. Zentrum ist dann jetzt langsam nach Westen gezogen, nach Osten gezogen, nach Norden gezogen, nach Süden gezogen, irgendwo hin. Der gestrige Donnerstag war wirklich scheiße. Wir auch schon hatten, scheiße. Sich die Sonne durchgesetzt hat, das Temperatur nur Zeit bestehen war, doch bestanden. Ich bestehe diesen Wetterbericht nicht. Und dann wird uns das Wochenende, insbesondere im Süden nach Nebelauflösung, viel Wochenende bescheren. Ja, genau. Nach Nebelauflösung ein toller Tag bei bis zu 18 Grad. Und das ist zu knapp. Fuck. Der Sturm zieht dann im Laufe des Freitags über die Ostsee ab und danach ist die Zeit leider aus.